Hi Leute, willkommen zurück zu Let's Play Destiny. Heute mit dabei schon wieder der Dogshade, Mahlzeit. Hallo, ja. Wir gehen auf die Venus. Meine erste Mission, ja, was? Auf dem Venushügel soll es ganz schön sein. Na, nicht schlecht, nicht schlecht, ja. Ach komm, so ein kleiner Scherz am Rande. Kann man machen, kann man machen. Wir machen die Mission Der Ruf einer Fremden. Die haben wir ja mal. Siehst du, das passt ja. Ne, die haben wir ja in einer anderen Zwischensequenz schon mal gesehen, glaube ich, ne? Echt? Mhm. Hättest du aufgepasst, hättest du das gemerkt. Ach, ja, das ist eine Level 10 Story Modus. Und dann machen wir natürlich schwer draus. Dann ist es nämlich an Level 14. Vielen Dank. Genau das Richtige für mich. Ich starte einfach mal, ne? Der Ruf der Fremden. Ich da senke. So, das ist wirklich das erste Mal für mich auf der Venus. Also, Mann. Ja. Der späte Vogel fängt auch Würmer. Unsere neue Freundin hat wohl ganz spezielle Methoden, wenn sie uns so erreicht. Die Nachricht, die sie uns gerade geschickt hat, kam aus den Dschungeln der Venus. Aus dem Dschungel der Venus. Die Venus hat einen Dschungel. Japp. Yep. Frag mich nicht, wie bei 400 Grad Oberflächentemperatur, aber wie auch immer die das geschafft haben, es klappt. Nicht schlecht. Bin ich echt gespannt. Das ist ja wieder was Neues für mich hier. Schön. Oh, ist das schön hier. Schön gelb. Warte, die Regen. Blau ist auch drin. Die Ruinen, die es erforscht hat, waren älter als die Menschheit selbst. Wir dachten, dieses Wissen wäre mit dem Untergang verloren gegangen. Was? Ah, schon gut. Ich habe gerade auf ein Programm geguckt und ich dachte, das hätte ich gerade ausgeschaltet, unsere Aufnahme. Eieiei. So, willkommen auf der Venus. Ja, was? Früher gab es hier einen Hüter-Außenposten. Mal sehen, was es dazu gibt. Oh, sieht das schön aus, sieht das schön. Dort, wer schießt denn hier? Ich wollte nur auf mich aufmerksam machen. Ja, hallo. So, jetzt rennen wir hier aber nicht durch, ne? Wir sind das erste Mal auf der Venus. Ich muss mir das Ganze hier mal einfach mal angucken. Was glüht denn da oben? Hm? Guck mal, da oben ist eine Höhle. Da gehen wir doch einfach erstmal rein, oder? Ja, ist warte. Eine Höhle? Kann man da reingehen? Was glüht da? Was glüht da? Ist das hier? Kann man das hier nehmen? Nein, das sind einfach nur so Lichter. Toll. Ihre Lichter, ja? Wo ist die Höhle? Nee, da war einfach nur... Ah. Konnte man nicht reingehen. Dumm. Echt dumm. Ja, so, jetzt sind sie schon. Ja, bleiben sie ruhig. Ich renne hier. Du rennst hier immer vor. Ich gucke mir das hier alles an. Naja, gut, ich kenn's ja nun mal schon, ne? Also ja, dann nimm mal ein bisschen Rücksicht. Ich möchte ja hier auch was zu tun haben, ne? Ja, guck. Ist alles schön hier. Die Gegner sind dieselben, ja. Haben nur eine andere Farbe. Die passen sich natürlich der Umwelt an. Ist gut. Sieht schick aus hier, ja. Was ich nicht verstehe ist, ne? Ja. So eine kleine Logikfrage. Ja, es gibt ja was du nicht verstehst. Aber ja, erzähl weiter. Danke. Die haben die Venus kolonisiert und Terraforming gemacht, ne? Ja, damit das hier anscheinend so ist, wie es ist. Und dann haben die hier einfach billige Autos stehen? Das kapiere ich nicht. Ja, die wurden importiert. Das ist ja Importware. So. Wir fahren hier mit Gleitern durch die Gegend und die haben hier Autos. Also das ist für mich alles nicht erschließbar. Ja, das war ja damals. Guck mal, das ist schon lange her. In den 60ern. Ach so, da habe ich wohl was verpasst. Ja, okay, wir gehen mal weiter. Ne? Ich sehe ja schon, du bleibst nicht bei mir, sondern machst hier deinen eigenen Weg. Ne? Dein eigenes Ding. Ne? Ist ja kein Teamplay hier. Ja, guck hier. Ja, ich guck. Da muss man was machen. Wo bist du? Ja, ach, hier. Dann. Ich guck mich hier immer um. Guck hier, so was so schön ist. So, was macht denn der Geist hier? So, lassen wir den mal frei. Er scannt wieder, ne? Verbunden. Sparrow verfügbar. No? Hier steht eine Menge über Kriegsmaschinen namens Vex. Unzerstörbar, gnadenlos und überragend intelligent. Überragend intelligent, der spricht von mir. Na großartig. Früher hatten die Hüter Sensoren, um sie aufzuspüren.
bringen wir sie wieder online. Und los geht's. Oh, oh nein! Das hast du nun davon. Ich hab noch versucht zu klettern. Ich hab gesagt, bleib bei mir. Warte, ich kann dich wiederbeleben hier. Tod auf der Venus. Ach Gott. Das ist ja... So, jetzt bleibst du, ne? Schön immer bei mir bleiben. So, immer schön die Augen aufhalten. Boah, ich verspüre gerade so ein bisschen Aggression. Ja. Was schlimm ist das? Hier sind ja... So. Da fährt er schon wieder. Na was denn? Wir müssen da hier hin. Das gibt's doch nicht. Ich möchte doch hier... Ich weiß nicht, was du guckst. Ja, hier, Kisten vielleicht oder so. Aber okay, machen wir das nicht. Machen wir das nicht. Interessiert keinen. Komm, so, ich hier, schneller. Ab. Es geht weiter zur Mission. Ich bin hinter dir. Ja, lassen Sie sich nicht ablenken von der schönen Landschaft. Vegetation. Links und rechts. Was machst du vor mir? Tja. Da hinten ist so ein Auge. Aber ich mach die immer schön vom Weiten platt, ne? Weil ich bin mehr so der Schützenschaf. Mhm. Oh, hier. Erzähl mir mehr. Guck mal, ich hab hier schon was Interessantes gefunden. Geistblüte sammeln. Das ist so wie das Drehmetall von der Venus. Siehst du, das hast du jetzt nicht mitbekommen. Weil du natürlich hier wieder einfach sinnlos rumläufst. Müssen wir hier nicht hoch? Ganz. Bist du sicher, dass wir hier lang müssen? Ja. Ja, hier steht Geist einsetzen. Sehr gut, mach ich mal. Der guckt sich hier ein bisschen um. Oh, hier ist eine Kiste. Tatsächlich. Geistblüte, toll. Ich sollte die Maschinen jetzt aufspüren können. Los, zu diesen Koordinaten. Finden wir heraus, was sie uns zeigen möchte. Und weiter geht's. Okay, auf geht's zu den Koordinaten. So, okay, da können wir hier unseren Sparrow einsetzen. Korrekt. Und jeha! Jumping! Und rein ins Gemenge. Yeah. Boah, alle weggesprengt. Sehr gut, hast du gut gemacht? Hast du gut gemacht? Vielen Dank. Da ist noch eine Geistblüte, falls dich das interessiert. Wo? Ja, die müssen wir einsammeln, die brauchen wir. Ich brauche noch ein paar Blumen für die Frau. So. Schick. Ist hier vielleicht eine Kiste? Ist hier eine Kiste? Das sieht aus wie ein Kistenversteck. Nein, hier ist keine Kiste. Boah, jetzt hast du mich mal ganz kurz... Ja, abgelenkt, ja? Scharf gemacht auf eine Kiste. So. Du bist wieder weg, ne? Nein, natürlich wieder auf dem Weg. Ja. Hier ist es? Was ist das? Das muss ich mir näher ansehen. Das muss er sich näher ansehen? Okay. Was ist das denn? Wo ich ziehe schon mal Stellung hier oben. Ja, du kennst das, ja? Hier kommen so Gegner, ja? Reichlich. Reichlich? Okay. Reich. Okay, ich komme einfach mit. Nein. Was? Doch. Boah. Ach, die habe ich auch platt gemacht. Die mache ich auch platt hier alle. Hallo, du stehst mir im Weg. Danke. Entschuldigung. Ach, ich gehe hier runter. Da ist ja hier oben ist ja langweilig. So, ich mache die jetzt kaputt. Ich sehe es schon kommen. Bitte hilf mir. Nee. Warte ab, ich hole die Mega-Knarre raus. Und dann geht es hier aber richtig zur Sache. Wow. Ja, jetzt sieht es nämlich schon anders aus hier, ne? Ja, es sieht anders aus. Ein bisschen. Boah, tot. Okay. der. Mit dem Großen habe ich nicht gerechnet. Nee. Oh, wei.
Kannst du mir helfen? Ja, ich versuch's. Ich muss nur den großen platt machen, ne? Hast so. Du, ja? Sehr gut. Hab ich auch gesehen. So, super ist bereit. Boah, schon wieder fast platt. Boah, die zocken auch. Eieiei, ja. Jetzt muss ich auch mal weg hier. Jetzt muss ich mal weg. Aus dem Weg. Boah, ich auch. Ich könnte ja auch mal meinen Super einsetzen, ne? Hast du das? Ja. Wo ist der? Wo ist der hin? Fort. Hast du? Ja. Der ist platt. Oh, hier. Da kommen die nicht. Boah. Boah, ich bin natürlich genau hier oben hingejumpt, wo die alle sind. So, Freunde, jetzt. Jetzt ist es Zeit, mal schön auszurasten. Platt ist er. Na, hier ist noch ein anderer, ne? Wo denn? Bei mir. Ja, ja, ich hab ihn im Visier. Ich mach ihn. Was machst du da hinten? Guck, da geht's weiter. Alter. Ja, das ist nicht für jeden Mann geeignet hier. Warum nehme ich... Ja, verdammt, das gibt's doch nicht. Warum nehme ich denn nicht die Super? Ich hab doch die schwere Waffe. Der hat aber auch eine Brumme. So, da liegst du. Ja, ich lieg da ziemlich gut. Kannst dich durcharbeiten. Wo bist du? Da! Da bist du. Ja. Geht's direkt weiter. Boah. Ach, da hinten ist der. Da ist der Dicke. Oh, ist der wütend oder was? Oh. So, den habe ich gemacht. Mach dir keine Gedanken. Das war eng. Da kommt, geht's weiter, ne? Du rennst da mitten ins Gemenge, du. Boah, gut, dass meine Superwaffe bereit war. Ich bin tot. Ach, Kinders. Ist das ein Spaß? Das ist lustig, ne? Du bleibst am Leben, ne? Du bleibst am Leben. Ich versuch's zumindest. Boah, die sind ja überall, Mensch. Wie kommen die denn schon hier hoch? Ja, die spawnen da oben direkt. So, ich bin eh in 7, 6, 5, 4. Ja, das wäre auch schön. Mach dir keine Sorgen. Langsam eng. Ich kann wieder einsteigen. So, wo bin ich denn hier? Ich bin nicht mehr im Spiel geschehen, ich komme. Oh, wei. War es das hier? Hast du alle platt gemacht? Nee. nee. Hier unten ist es total friedlich. Ja, da ist es bestimmt friedlich. Kannst ja ein paar Blumen sammeln. Ja. So, den hab ich. Was ist das denn jetzt hier? Sind aber auch nervig. Ganz schön viele, wa? Der lädt sich auf da hinten. So, jetzt hau ich hier meine Superwaffe raus. Jetzt haben die verloren. Jetzt haben die aber sowas verloren. War es das oder kommen hier noch 100 mehr? Was sind das für Dinger? Und was kam da aus ihnen raus? Sind noch welche intakt? Gut gekämpft. Du bist hier. Wir haben nicht viel Zeit. Wer bist du? Warum beobachtest du uns? Ich habe keine Zeit zu erklären, warum ich nichts erklären kann. Jawohl. Ich weiß. Jawohl, was? Du warst nicht gemein, kleines Licht. Eigentlich bin ich ein Geist.
Viele Hüter sind gefallen. Starke Hüter. Doch du hast es hierher geschafft. Ja, ich höre. Sie sind hier. Bei mir. Mit wem spricht sie da? Verstanden. Du brauchst meine Hilfe, Hüter. Hast du uns deswegen hergeführt? Sie führten uns her. Die Vex. Die Vex. So böse, dass sie selbst das Böse hassen. Du bist kein Hüter. Nein. Ich wurde nicht im Licht geschmiedet. Aber wo unsere Wege sich kreuzen, da könnte es krachen. Sagt dir der Schwarze Garten was? Wir kennen die Legenden. Unsere größte Bedrohung liegt da, wo diese Maschinen geboren werden. Finde den Schwarzen Garten und reiße sein Herz heraus. Nur dann kann der Reisende genesen. Kannst du uns dabei helfen? Mein Weg ist ein anderer. Nein. Wenn wir den Schwarzen Garten finden wollen, brauchen wir die Erwachten. Ah ja, die Erwachten. Weit draußen zwischen Licht und Dunkel. Man sollte sich für eine Seite entscheiden, kleines Licht. Selbst wenn es die falsche ist. Zu spät, ich komme. Wie viele? Position halten, Triebwerk aus und lasst euch nicht finden. Also, wie finden wir die Erwachten? Sie leben draußen am Rande der Dunkelheit. Der letzte Ort, den das Licht erreicht. Können wir nicht hier bei den Killerrobotern bleiben? Nein, kleines Licht. Bitte lass das. Ja, das kann ja spannend werden, wa? Jupp. Nicht schlecht. Und die haben noch ein paar Witze gerissen hier. Lustig. Da bin ich ja mal gespannt. Aber zumindest haben wir das hier endlich geschafft. Oh, ich habe ein neues Upgrade. Oh ja, schön. Was bekomme ich? Ich gucke mal. Ja, toll. Nicht. Nix Tolles, glaube ich. Naja gut, dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Wir haben es geschafft, der Strike ist beendet. Yep. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Danke. Und wir sehen uns im nächsten Part. Ciao, Leute. Ciao.